Es sind noch 15 Spieltage in der Hauptrunde der deutschen Eishockeyliga. Und an Spieltag 38 empfangen die Krefeld-Pinguine das Team von Trainer Pierre Beaulieu, die Adler aus Mannheim. Und der deutsche Meister, gecoacht von Pavel Groß, hat sich viel vorgenommen. Er hat seinen Jungs deutlich gemacht, sie müssen sehr konzentriert sein, wollen sie gegen Krefeld gewinnen. Chancen hatten die Pinguine in den ersten Minuten, so wie hier. Und da war Dennis Endres, Turm in der Schlacht für die Gastgeber. Aber Mannheim macht was nach der Chance der Krefeld-Pinguine. Spielaufbau über Krämer, Pass in die Mitte und dann heißt es 1-0. Siebte Minute, Phil Hungeregger. Gutes Auge von Krämer. Und dann Hungeregger völlig allein. Costello kommt nicht mehr ran. Dritter Saisontreffer für den Youngster. Wir sind in der 18. Minute. Wieder Mannheim. Wieder Scheibe vors Tor. Und plötzlich Jubel. Die Schiedsrichter sagen Tor. Scheibe von Stürzle auf den Kasten gebracht. Der kommt hier nochmal ran. Irgendwie mit dem Schläger. Aber über die Linie bringt den Puck der Mann mit der 22. Das ist Matthias Plachter. 2-0 für die Mannheimer. Und damit geht es dann auch in den Mittelabschnitt. Beaulieu noch mit einem Tipp für seine Jungs, aber das fruchtete nicht. Denn nach ausgeglichenen Minuten macht Mannheim Druck. Bringt die Scheibe aufs Tor, jubelt zum dritten. Diesmal Ben Smith. Das 3-0 für die Gäste. Hier arbeitet sich Smith in die Mitte, dann kommt die Scheibe. Mit dem Schläger touchiert er kurz die Scheibe. Keine Chance für Dimitri Petzold. Und dann nur wenige Sekunden später im Spiel. Wieder die Adler. Sie halten den Druck hoch. Welch hat die Chance, die Scheibe rauszubringen. Das gelingt nicht. Individuell Scheibe verloren. Plachter erneut das 4-0. Immer noch die 30. Minute. 22 Sekunden waren nur vergangen seit dem 3-0. Plachter mit dem 11. Saisontreffer. 12. Mal in einer Partie macht er 2 Punkte. Und der zweite Assist von David Wolf. Der absolvierte am Abend sein 500. Ligaspiel und verbuchte seinen 299. Scorerpunkt. Die 33. Minute. Mannheims Druck unendlich. Wieder Scheibe vors Tor. Einmal Krämer, zweimal Krämer. 5-0. Mannheim. Und dieses Ergebnis war denn auch verdient. Krefeld konnte sich kaum vom Druck der Mannheimer befreien. Und dann gibt es immer wieder diese Situation, wo einfach viel zu Platz ist für den Meister. Kein Wunder, dass die Fans ordentlich was zu feiern hatten und dass Daniel Pieter mächtig sauer war. Auch das Schlussdrittel. Mannheim sehr überlegt. Aber die Krefelder versuchen alles, um ranzukommen und treffen. Lauren Braun, heute erstmals als Center eingesetzt. Mit dem guten Schuss an Dennis Endres vorbei ins Tor. 1-5. Doch die Hoffnung, dass da mehr passieren könnte, tja, die ging dahin. Nochmal versuchen es die Krefeld-Pinguine. Mit Mann und Maus und Kuhnekart ans Kreuzeck. Also, das war gut gespielt. Das war auch die Chance aufs 2-5. Aber mehr sollte eben nicht mehr gelingen. Wir sehen die letzten 10 Sekunden. Noch einmal die Adler vor dem gegnerischen Tor in Überzahl. 5-4. Und dann ist die Scheibe drin. Järvinen von Desjardins und Rendulic. 1,3 Sekunden vor dem Ende sorgt Mannheim für den Schlusspunkt. Der Meister gewinnt in Krefeld. Hochverdient nach einem taktisch guten Spiel. Und Dennis Endres mit 6-1. Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten schneller spielen, härter spielen. Aber wir haben keinen Zugriff gefunden. Ich fand, das sah ja zu großen Spielteilen so aus, als hätten die einen Mann mehr. Ich glaube, wir haben super angefangen. Wir wollten wenig Strafzeit nehmen, weil sie ein sehr, sehr gutes Powerplay haben und ich glaube, wir haben ein super Auswärtsspiel gemacht. Mannheim setzt den Gameplan von Trainer Pavel Groß fast hundertprozentig um, hat
im ersten Drittel einen starken Rückhalt namens Dennis Endras. Und Krefeld, tja, mit Ausnahme der ersten 20 Minuten waren die Gastgeber ohne Chance. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.